Ja, wunderschönen guten Morgen hier von der Insel Usedom. Ich bin hier in dem Areal unserer Reetdach-Ferienhäuser, die wir schon, ja, eigentlich seit Anfang und Gründung von Runa-Reisen im Programm haben. Das sind die Reetdach-Ferienhäuser hier in Krienke. Wir haben insgesamt 4 Häuser auf diesem sehr ruhig gelegenen Areal. Hinter mir sieht man das Haus Storch. Das ist eins von den kleineren Häusern. Und über die Anlage verteilt sind dann noch 3 weitere Häuser. 2, die ebenfalls von dem gleichen Typ und der gleichen Größe sind, Möwe und Schwalbe. Und ja, da hinten sieht man noch den Kranich. Das Haus Kranich ist das größte von den insgesamt 4 Häusern. Und ja, ich bin gerade hier mit einer kleinen Reisegruppe von uns. Die sind gerade alle schön am Frühstücken und ich dachte mir, ich nutze mal gerade die Gelegenheit, um euch einen kleinen Einblick hier in dieses schöne Ferienhaus zu geben. Ja, ich gehe mal rein, damit ihr mal einen kleinen Eindruck bekommt. Nicht stören lassen, hier stehen natürlich eine Menge Sachen noch rum, weil wir eben hier gerade noch aktiv das Haus bewohnen. Da hinter mir, da seht ihr den Treppenlifter. Also hier sind alle Schlafzimmer im Obergeschoss. Hier unten ist eigentlich nur das Wohnzimmer, Küche und Badezimmer. Und Badezimmer auch entsprechend barrierefrei gestaltet. Ja, hier WC mit 2 Haltegriffen ist vor Ort. Und hier hinter mir ist auch noch die befahrbare Dusche. Ich guck mal, dass man das noch ein bisschen sehen kann. Ein Duschhocker ist vor Ort. Wenn ihr einen Duschrollstuhl oder anderes Equipment benötigen würdet, können wir euch das natürlich auch gerne vom Sanitätshaus organisieren. Hier seht ihr gerade auch noch die Sauna im Hintergrund. Die ist natürlich auch befahrbar. Aber da wissen wir ja aus Erfahrung, dass viele Rollifahrer das gar nicht so gerne nutzen wollen. Und wenn, dann eben auch nur mit einem entsprechenden Kunststoff-Duschrollstuhl, den wir, wie gesagt, aber auch organisieren können. Ich laufe jetzt mal gerade hier die Treppe hoch. Wie gesagt, im Rolli musst du natürlich hier nicht die Treppe rauflaufen. Dafür gibt es den Plattformtreppenlifter, den wir hier haben. Und hier oben im Erdgeschoss sind dann noch 3 Schlafzimmer. Die mache ich jetzt nicht alle auf, weil die auch entsprechend belegt sind. 3 Schlafzimmer, davon sind 2 zur Doppelbelegung. Könnte eins sogar noch mit einem Sofa auf eine Dreierbelegung erweitert werden. Und eins ist mit einer Einzelbelegung buchbar. Und in diesem Schlafzimmer hier gibt es eine kleine Besonderheit, in dem ich jetzt hier gerade bin. Das hat nicht nur ein normales Doppelbett, sondern wie ihr hier seht, geht aus dem Zimmer heraus noch eine Treppe nach oben in das Erkerzimmer, wo nochmal 2 vollwertige Betten vorhanden sind und ja auch ein Schlafsofa, was entsprechend ausgezogen werden kann und dann nochmal mit 2 Erwachsenen belegt werden kann. So, jetzt gehen wir nochmal runter hier und dann will ich euch noch einen kleinen Einblick auf das Areal geben. Wie gesagt, das ist wirklich eine sehr schöne, grüne, sehr, sehr ruhig gelegene Anlage, wo man halt nicht nur als ja, Familie oder Großfamilie wunderschönen Urlaub verbringen kann, sondern auch eine Kleingruppe oder eben auch eine größere Gruppe, die dann auch mehrere Häuser gleichzeitig anmieten kann. Im Zentrum hier von diesem schönen Platz ist hier hinter mir der Grillplatz. Ja, das ist also auch sehr schön angelegt. Kann man auch an den Seiten gut mit dem Rollstuhl ranfahren. Und einen Grill gibt es hier auch im Hintergrund. Ja, und was halt toll ist, der ist jetzt natürlich noch nicht im Betrieb, weil jetzt gerade ist es noch sehr früh im Jahr und noch nicht allzu warm. Heute Morgen hatten wir gerade mal 6 Grad. Ist hier der Badesee, der angelegt wurde mit Steg und Leiter, aber natürlich auch für unsere Kunden nutzbar und zwar mit einer Rampe, die man mitten im Rolli dann auch entsprechend bis ins Wasser befahren kann. Sollte man dafür natürlich auch eher einen Duschrollstuhl nutzen. Wie gesagt, das Ding ist im Moment noch nicht im Betrieb. Insofern sieht es jetzt noch ein bisschen wüst aus. Das wird sich aber auch ändern. Und dann im Sommer wird alles voll einsatzfähig sein. Ja, viel mehr jetzt gar nicht von mir. Ich wollte euch einfach nur mal kurz dran teilhaben lassen. Hier an meinem Besuch auf Usedom. Und wenn ihr mehr wissen wollt über die Anlage, über die Häuser, über die Ausstattung der Häuser, über die Möglichkeiten auf Usedom, schreibt uns gerne eine E-Mail oder ja, nehmt einfach mit uns Kontakt auf per Telefon über unsere Internetseite und wir beraten euch dann gerne auch zu dieser Anlage. Soweit erstmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr habt genauso schönes Wetter wie wir hier oben. Bis bald. Ciao.